Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflanzen gegen Zombies. Ja, was soll ich sagen? Momentan hat entweder BlueStacks oder mein Handy ein Problem mit der Synchronisation. Denn eigentlich, zumindest auf dem Handy, hätte ich hier schon einen Haken, aber hier halt eben nicht. Jetzt habe ich hier nur hier. Das ist. Oh, egal. Wir ärgern uns einfach mal nicht darüber. Was soll's? Was soll's? Wir können es nicht ändern. Ich habe aber gestern schon einen Fehler bemerkt, weil ich hatte Pflanzen im Garten, die ich eigentlich schon längst gebraucht habe. Das hat geheißen so, ach nö, kannst du nicht nehmen, weil die Pflanze, die ist schon aktiviert. Tsch, Schwachsinn. Die hier zum Beispiel, die ist noch nicht aktiviert. Auf dem Handy wollte ich die aktivieren, hieß es, ja, ist bereits aufgewertet, setze sie in einem Level ein. Also, ihr merkt schon, da ist momentan ein kleiner Bug im Hintergrund. Deswegen wähle ich jetzt auch mal alle Pflanzen aus. Und wenn wir sie brauchen sollten, dann brauchen wir sie halt. Ja, die hier auch nicht, seht ihr? Die gehen momentan nicht. Aber vielleicht funktioniert es ja dann am Handy. Müssen wir mal gucken. Ist ein bisschen ärgerlich. Wir könnten sie auch wegreißen. Die reißen wir mal weg. Die, schauen wir mal, ob der Bug dann beseitigt ist. Ich werde es dann heute Abend am Handy mal gucken, weil da ich ja Pflanzen gegen Zombies in der Regel auch nur alle 2 Tage aufnehme, um eben auch immer einmal die Piñata-Party mitzunehmen, mache ich die dazwischen drin halt dann immer am Handy. So, dann schauen wir mal, ob die hier jetzt vielleicht am Handy dann funktioniert. So, jetzt können wir hier nochmal gießen. Haben wir also jede Menge Pflanzen und mit denen können wir doch hoffentlich gut ins Boss-Level reinsteigen. Denn wenn wir ganz, 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 ganz viel Glück haben, ist eine der Pflanzen dabei, die wir im Boss-Level dann auch haben. Aber als erstes machen wir die Piñata-Party. Da haben wir jetzt natürlich die Gefahr, dass wir jetzt in der Piñata-Party eine Pflanze bekommen, die wir bereits im Garten fertig ausgewachsen haben. Und haben wir natürlich. War eigentlich fast klar. Oh, 2 sogar. Ich hätte sie doch noch nicht annehmen sollen. Egal, so schaffen wir das Level zumindest auf alle Fälle. Ach, ist doch so. Ist nicht so schlimm. Pflanzen wir gleich wieder neue nach. Außerdem ist ein Boss-Level mit, ja, voller Auswahl. Das war jetzt Schwachsinn. Ist ein Boss-Level mit vollem Düngereffekten sowieso langweilig. Von daher lasse ich mich davon jetzt nicht unterbekommen. Die lassen wir hier noch. Hier könnten wir hier schon mal einen mit Schaden hinpacken. Ich packe jetzt lieber mal absichtlich hier ganz vorne hin. Wo ist denn die Melone jetzt hingeflogen? Ist die hier rüber geflogen? Hä? Wie? Die ist ja komplett woanders hingeflogen. War der Zombie da vielleicht schon down? Wer weiß. Hier die nächste hin. Ist auch ganz toll. Ich finde das echt cool. Düngereffekte haben schon was. Komm. Dann packen wir hier vorne hin. Miau, weil damit der nämlich ganz schnell. Er schiebt trotzdem, aber wenn der Düngereffekt ist, kann er nicht schieben. Und er ging vorher schon down. Ha. Kann man hier mal eine hinpacken? Weil die hier wieder abhalten. Haben hier noch eine zweite hin. Kann nie schaden. Ach, der kann die auf? Ach, da schau her. Der kann. Aha. Das war ganz schön dreist. Der kann die Barrikade aufheben. Wie fies ist das denn? Das ist ja mal ein fieses Ding. Wow. Das ist fies. Aber wir können hier natürlich, theoretisch können wir jetzt schummeln. Weil in der Theorie. Oh Gott, ist das ein einfaches Level. Ja gut, mit den Düngereffekten definitiv. Aber wir können jetzt natürlich einfach immer die wegpacken. Und dann bekommen wir neue. Und die haben dann einen Düngereffekt. Da könnten wir jetzt natürlich schummeln. So, es sind schon die letzten. Oh Gott, war das dann einfach. Oh Gott, war das dann einfach. Packen wir gleich alle raus, komm. Und noch eine. Gott, war das easy. Ja. Was soll man da noch dazu sagen? Packen wir hier einfach mal hin. Einfach nur, weil wir es können. Okay, das war jetzt wirklich einfach. Ja. Komm, wir packen da noch einen weg, in der Hoffnung, dass wir da noch so eine bekommen. Bekommen wir sogar. Komm. Komm, 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 klapp, 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 klapp. Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir die im Boss-Level haben. Das glaube ich nicht. Und wieder keine Diamanten. Das war ja so klar. Ärgerlich. So, kurz einmal aus dem Bildschirm rausklicken. So, damit ich auch sehe, wie lange die Aufnahme schon läuft. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, Werbung. Sehr schön. Die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren. Bei mir wird sie ja für einen PC gespart. Hm. So, Yeti. Nein, ich habe keine Lust auf einen Yeti. Wir wollen das Boss-Level machen. In letzter Folge gab es ja schon das Boss-Level nicht. Deswegen gibt es diese Folge. Hallo,
ihr Strandsträucher, jetzt bleibt mal ganz locker. Oh Gott, was ist das? Habt ihr auch schon bemerkt, dass sich der Schnapper und der Bikini-Zombie in letzter Zeit näher gekommen sind? Okay. Ist da vielleicht ein kleines Strandtechtelmechtel zwischen Pflanzen und Zombies im Gange? Und wie sicher seid ihr euch eigentlich, dass der Schnapper treu zu euch hält? Ich meine ja nur, die Pflanze hat den Appetit auf die Pflanze hat den Appetit eines Zombies. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, ihr Landratten. Bis später, Kumpels, Dr. Zombos. Oh, okay, das hört sich gefährlich an. Eine Zombie-Pflanzen-Romanze? Penny, ich bin platt. Benutzer Dave, jetzt keine überstürzten Schlüsse ziehen. Stürzen wir uns lieber in die Action. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hallo. Okay, der ist knuffig. Der ist knuffig, muss ich gestehen. Oh, die hat einen Düngeeffekt, das ist perfekt. Und die hat auch einen Düngeeffekt, das ist auch perfekt. Oh, da hätten wir ein bisschen warten sollen. Und wir dürfen die hier verwenden, wie geil ist das denn? Das ist cool. Das ist richtig cool. Und hier gleich nochmal. Packen die jetzt einfach gleich mal hin. Oh, sehr gut. Was, 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 was? Oh, oh. Und die hat auch einen Düngeeffekt. Wir haben total viele Pflanzen mit Düngeeffekt. Wie geil ist das denn? Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Wir werden das Level rocken. Banana! Wir können das gar nicht verlieren. Im Moment können wir es nicht verlieren, nein. Nicht wirklich. Aber wir können hier gerade alles hinpacken. Okay, ganz ehrlich. Es wird... Wow! 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 Nein! Das nächste Mal müssen wir drauf schießen. Nächstes Mal müssen wir drauf schießen, wenn er das macht. Das nächste Mal müssen wir das machen. Er hat meine Lenkdistel verschluckt! Wie fies! Nein! Was? Aber! Hey! Was ist denn da jetzt passiert? Und was hat er jetzt so viel Schaden gemacht? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schnell. Schnell, schnell, bevor der Schindluder treibt. Aber hier kommen ziemlich selten andere Pflanzen. Ach, da sind sie mal wieder. Gleich nochmal da drauf. Schicken die immer da drauf. Und mit Düngereffekt durch die Mengen und Massen und. Doch, wir werden das so rum. Leute. Oh oh. Oh gut. Oh gut. Oh gut. Oh gut. Und gleich nochmal. Komm, komm, komm. Schneller, 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 schneller. Und. Und gleich nochmal, komm. Und hier, schon voll mit Karacho drauf. Voll mit Karacho auf den drauf. Oh, wir haben ihn schon ein Drittel abgezogen. Nice. Und da haben wir ihn wieder ganz kurz ein bisschen aus dem Konzept gebracht, könnte man fast sagen. Das tut mir jetzt aber leid. Und wir haben eine ganze Reihe Lenkdisteln. Das ist doch perfekt. Und hier packt man neue hin. Und hier packt man die hin. Da schaut euch mal das an, wie wir hier durchfetzen. Oh, wir fetzen hier so durch. Wir fetzen hier so durch. Wir werden das Spiel so rocken. Und zwischendurch gehen wir einfach mal hier drauf. Und hier drauf, weil ist ja wurscht. YOLO-Mode on. Oh, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ihr habt es nicht gesehen, dass der hier schon wieder seinen Saugstauber... seinen Staubsauger. Ich habe das als kleines Kind immer gesagt. Oh, der hat schon Knackse. Habt ihr das gesehen? Der hat schon Knackse. Das tut mir aber leid. Und kaboom! Ich habe als Kind immer Saugstauber gesagt. Und jetzt sage ich es im Let's Play. Oh Gott, ich meine natürlich Staubsauger. Angeschaltet. Und hier mit Dünger. Nein, 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 nein. Schaut euch das an. Das finde ich toll. Bei dem sieht man nämlich so richtig schön, wie er kaputt wird. Und kaputt. Und kaputt. Hör auf mit dem Staubsauger. Hör auf mit dem Staubsauger. Oh. Ach, der hat eine Schlingpflanze eingesaugt. Deswegen blockiert der auf einmal. Der saugt Schlingpflanzen ein. Und Banana. Und Banana. Oh nein. Oh nein. Du nicht. Oh, du nicht. Du kommst mir ja nicht ins Haus. Nein, du kommst mir nicht ins Haus. Niemals kommst du mir ins Haus. Und eine Schlingpflanze. Und wir müssen hier mal aufräumen. Und der ist fast down. Und der ist fast down.
Gleich ist er down. Es dauert nicht mehr lange. Wir haben ihn gleich. Und hier nochmal mit Düngeeffekt, weil es gerade so schön ist. Und eine Lenkdistel. Und das ist ja voll einfach. Und gleich noch zwei Dünger. Und dann hier noch drauf. Und dann da noch hin. Und das sind ja eigentlich schon fertig. Aber wir machen noch eine Banana. Und wir schießen nochmal. Und yay! Ich liebe dieses Spiel. Mit Düngereffekt sind die Boss-Level noch einfacher, als sie ohnehin sind. Weil ich muss gestehen, die Boss-Level waren bisher noch nie wirklich schwer. Finde ich. Oh! Banana? Ach, schade, geht nimmer. Dann nehmen wir die Trophäe. Und das noch! Und jetzt abschauen! Jetzt wollte ich schon wieder Staubstauber sagen. Zifix! Eine Zombie-Pflanzen-Romanze? Das ist doch verrückt! Und mit verrückt sein kenne ich mich aus. Zweifellos, ich denke, Dr. Zombos versuchte Zwietracht zu sehen. Aber jetzt sind wir die einzigen hier, die etwas aussehen. Kompletter Blödsinn. Ihr habt keine Ahnung, was ich für euch geplant habe. Die Saat der Zerstörung wurde ausgebracht. Macht euch bereit für eure Auslöschung. Aber jetzt muss ich los. Bis später, Trottel. Macht euch bereit für eure Auslöschung. Das hört sich so sehr an, wie wenn das nächste Level, die nächste Welt die letzte wäre. Und falls jemand weiß, ob es die letzte ist oder eben nicht die letzte, nein, nicht verraten. Bitte nicht. Und weg ist er. Du hast die Schöpfung von Dr. Zombos, das Zombot Hightech U-Bot. U-Boot besiegt. Ich weiß. Ja. Das Hirnturnier, schön. Wir brauchen Dias. Wir müssen endlos Level farmen, um Dias zu bekommen. Wir müssen das tun. Wir könnten auch Yeti-Level spielen. Wir haben erst 12 Minuten. Wir müssen noch ein Yeti-Level spielen. Ich kann euch doch nicht mit einem 12-Minuten-Video wieder gehen lassen. Das geht ja gar nicht. Nein, es geht gar nicht. Pflanzen! Okay. Dim, 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 dim. Tag 4 kann nicht schwer sein. Tag 4 kann nicht schwer sein. Tag 4 ist sicherlich voll easy. Und wir haben Düngereffekt. Boom! Da war er weg. So war ich aber auch. Es tut mir jetzt aber leid. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Es tut mir leid, es tut mir leid. Und boom. Sehr gut. Oh, Dünger. Naja. Brauchen wir eigentlich nicht, aber egal. Oh oh, oh oh. Der geht da durch ohne Verteidigung. Und da ist die Verteidigung. Ha. Hast du dir wohl so gedacht, dass du da ohne Verteidigung einfach durch... Oh mein Gott, und das hat auch Düngereffekt. Wie geil ist das denn? Dann ist das ja hier voll total schwachsinnig. Tja. Und 1, 2, 3, kabusch! Ich bin gerade überdreht, merkt man das? Nein, ich bin da niemals überdreht und niemals wegen dem Boss-Level. Nein, vergiss es. Kadusch! Und drauf. Ich sollte öfter so Boss-Level spielen, mit so viel Düngereffekten. Da drehe ich ja total am Rad. Oh mein Gott, das... Nüsschen. Und der Yeti. Kadusch! 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 Und schon. Und die Box. Und Kadusch! Gleich einer, ne? Voll viel. Oh mein Gott, ein einziger! Nein! Wir werden alle sterben. Jetzt ist der Yeti weg. Das ist voll schade, jetzt ist der Yeti weg. Tja, tut mir aber leid. Kadusch! Puff. Und kadusch! Puff. Und vorbei. Oh, Moment, 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 Moment. Kadusch, müssen wir noch machen. Yes, sir. Hat nicht mehr funktioniert. Wir haben jetzt immer erst 14 Minuten. Oh mein Gott! Wir müssen nächste Folge unbedingt die Pflanzen weiterlesen. Und die Zombies. Und wir haben Moneten bekommen. Money, 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 money. Ein neues Spiel von den Machern von Pflanzen gegen Zombies 2. Oder Plants vs. Zombies 2. Schießt dir den Weg frei. Piggleblast. Ich hab's heute mit den Wörtern. Wir könnten uns in der Theorie dieses Spiel mal anschauen, ob es denn nicht etwas für uns wäre. Theoretisch könnten wir das. So, jetzt gehen wir erstmal da rein. La 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 la.
Und jetzt können wir die nochmal verstärken. Wie geil ist das denn? Voll der geile Bug. Voll geil. So, da drauf packen. Oh, das ist ja eine Sonnenblume. Oh, sehr schön. Ja, aber ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir Vorschläge da. Was machen wir jetzt? Ich würde behaupten, wir werden jetzt die Endloszonen ein bisschen abklappern. Vielleicht jede Folge eine Endloszone, aber jetzt zurückgehend. Also von hier Stück für Stück zurück, bis wir beim alten Ägypten angekommen sind. Vielleicht haben wir bis dahin mal ein Update dazwischen drin, wer weiß. Und bekommen so vielleicht auch genug Dias zusammen, um uns endlich die Lenkdistel zu holen. Denn die Lenkdistel will ich auf alle Fälle haben. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.